Hi, ich bin die Niki und ich freue mich, dass du beim Rückentraining dabei bist. Heute geht's auf den Boden und zwar mit dem Hilfsmittelbuch. Und wir werden Kräftigungsübungen machen, wie gesagt, auf dem Boden zum Rumpfstabilisieren, was für den Bauch, für den Rücken, als auch für die seitliche Bauchmuskulatur. Falls du irgendwelche Einschränkungen haben solltest, dann bitte, bitte pass auf dich auf und mach die Übungen nur so, wie sie dir gut tun. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und bis gleich. Wir haben jetzt 25 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Wir haben immer eine Übung, die wir zweimal exakt gleich hintereinander machen. Ich habe aber die Möglichkeit, hier immer Variationen einzubauen, also falls du es schwerer haben möchtest oder leichter. Wir legen uns gleich mal in Rückenlage ab. Du brauchst natürlich dein Buch, legst dich hier in Rückenlage komplett ab, nimmst die Hände an das Buch und dann drückst du das Buch so ganz leicht weg. Die Schultern ganz weit weg von den Ohren und hier kannst du einfach schon mal ein bisschen Bauchspannung spüren. Das heißt, du bist nicht im Hohlkreuz, sondern gibst deine Lendenwirbelsäule ganz leicht ab. Übrigens machen wir zwei Runden und zum Schluss machen wir noch einen Finisher. Du darfst jetzt immer rechts und links im Wechsel einfach mal ein Bein wegschieben. Versuch mit den Händen gegen das Buch zu drücken, sodass du das Buch gegen das Knie drückst. So, wenn du jetzt mehr möchtest, darfst du gerne mal den Arm, also den gleichen Arm, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein nach hinten schieben und versuch das Buch immer an derselben Stelle zu lassen. Gut, kurze Pause. Da kannst du immer ein bisschen dich durchbewegen. Gerne mal rechts und links. Einfach so ein bisschen die Spannung lösen zur Erholung. Wir haben immer genug Zeit. Und nochmal genau dasselbe. Wenn es dir zu viel ist, geh an 1 zurück. Du kannst aber auch hier auf dem Boden auftippen. Ist nochmal eine leichtere Variante. Gut, wenn du mehr möchtest, nimmst du das Kinn Richtung Brust. Und jetzt brauchst du richtig, richtig Spannung. Geh mit den Schultern so ein bisschen weg vom Boden. Und find eine angenehme Position, wo du eben ein bisschen Spannung im Nacken spürst. Und gut locker. Du darfst jetzt die Übung 2 mit dem Gewicht auf die Hüfte. Hier mal richtig einfach das Buch drauf, die Hände auf das Buch. Und jetzt versuchst du mal die Ferse so weit du kannst ranzunehmen. Schieb die Hüfte Richtung Decke und komm wieder tief. Bring ein bisschen Druck auf das Buch, sodass du auch hier ein bisschen Bauchspannung spürst. Und dann oben immer Pobacken fest. Und wenn du jetzt mehr möchtest, dann kannst du natürlich immer rechts und links im Wechsel das Knie mit ranziehen. Und du merkst schon, es wird auch wackelig. Drück dich mit der Ferse weg. Gut, kurze Pause. Gerne mal die Beine lang machen. Bisschen ausschütteln. Wir machen genau die gleiche Übung nochmal. Fersen ganz nah ran. Arme auf die Hüfte bzw. auf das Buch. Hüfte hoch, Hüfte tief. Level 1, hier auf und ab. Level 2, immer rechts und links im Wechsel die Hüfte hoch. Und versuch aber auch, wenn du hier einzeln das Bein hochnimmst, dass du nicht kleine Bewegungen machst, sondern große Bewegungen. Da kannst du auch, wenn du möchtest, dein Buch weg, die Hände zur Seite, ein bisschen mehr Kontrolle über die Hüfte zu kriegen. Gut, dritte Übung. Wir haben übrigens 4 Ellenbogen unter die Schulter, Schultern über die Ellenbogen, jetzt die Knie auf dem Boden, Hüfte hoch, ihr kennt es wahrscheinlich schon, Unterarmstütz, drück dich mal weg vom Boden, sodass die Schulterblätter auseinander gehen. Und jetzt tippst du immer nur rechts und links mit dem Ellenbogen Richtung Boden. Jetzt ist die Frage, wie dick dein Buch ist, je dicker, desto schwieriger wird es da, die Spannung zu halten. Du kannst auch gerne nur mit der Hand. Wichtig ist einfach nur mal den vierten Fixpunkt lösen. Gut. Schwerer wird es natürlich, je länger die Beine sind. Und jetzt nimmst du mal die Beine lang. Pass aber auf, dass du nicht einsinkst mit der Hüfte, sondern kippst deine Hüfte hier nach vorne. Bauch ist maximal fest. Und jetzt gehst du rechts und links. Aber du kannst auch gerne auf den Knien bleiben. Wichtig ist, hier, der untere Rücken, der darf nicht wegkippen. Rechts und links tief. Drück dich weg von deinem Buch. Drück das Buch in den Boden rein.
Und wenn du mehr möchtest, wie gesagt, hier rechts und links. Die vierte und letzte Übung ist ein Seitstütz. Du darfst dein Buch in die Hand nehmen, Ellenbogen unter die Schulter, beide Knie 90 Grad. Schieb das Buch nach oben. Langer Hebel geht natürlich auch. Ansonsten nimm das obere Bein lang, die Hüfte gestreckt und jetzt schieb die Hüfte tief und wieder hoch. Tief und wieder hoch. Das Buch Richtung Decke, richtig schön lang. Schau auch, dass du hier nicht mit dem Ellenbogen irgendwo bist, sondern wirklich direkt unter der Schulter. Und dann schiebst du hier mal richtig schön auf und ab. Wir wechseln gleich zur anderen Seite. Einmal Seitewechsel. Und dann kommen wir schon zur Runde 2. Mach nochmal Pause. Hast noch 5 Sekunden. Buch in die Luft, Schultern weit weg. Und hier tief und hoch. Tief und hoch. In Runde 2 wird es ein bisschen anstrengender, aber ich zeige dir schon mal, um was es geht. Du kannst den Arm nach vorne und das Gewicht somit nach vorne schieben, um dann noch ein bisschen mehr Rumpfstabilität zu fordern. Hüfte hoch, Hüfte tief. Aber jetzt bleib mir erstmal hier. Und gut. Gut, 25 Sekunden Zeit. Wir gehen in Runde 2 in den Käfer. Und da machen wir es natürlich von Anfang an ein bisschen schwerer. Komm auf jeden Fall mit. Wenn es dir zu viel wird, bleib bei Variante 1. Variante 1 war Hände gegen das Buch, Spannung halten, rechts und links tippen. Wir starten, Schultern weg, Druck aufs Buch und rechts und links zurück. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Puste hier ins Mikro rein. Richtig schön. Atmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Jetzt kannst du an deine Grenze gehen. Das heißt, hier nochmal ausstrecken, lang machen. Wähl deine Variante. Knie heran, Hüfte stabil, Schultern weit weg und los geht's. Gerade bei solchen Übungen ist man sicher nicht immer sicher, ob man richtig ist. Deswegen ganz, ganz wichtig, Kontrolle übers Becken, Lendenwirbelsäule stabil. Du kannst doch gerne mal bei meinen Zoom-Kursen vorbeischauen. Da kann ich dir auch ein paar Tipps geben, falls du mal Fragen hast. Hi, gut. Zweite Runde, Schulterbrücke. Die Hüfte kommt auf und ab. Du darfst gerne hier Grundspannung aufbauen. Das heißt, du drückst mit der Hand gegen das Buch. Hier kommt die Hüfte hoch, Hüfte tief. Drück vom Boden weg. Und gleichzeitig hast du Spannung im Bauch, dadurch, dass du hier die Hände in das Buch reindrückst. Und Hüfte hoch. Und Hüfte hoch, Po fest. Wenn du mehr möchtest, bleib oben, pulsier mal kleine. Einfach mal Puls. So nur bis zur Hälfte runtergehen. Oder eben einmal rechts, einmal links ran. Wir machen es nochmal ein bisschen schwieriger, also die 25 Sekunden in dem kleinen Hebel, immer Spannung und los geht's. Tief und hoch pushen und tief und hoch und immer die Nuss knacken. Ganz die Hüfte strecken. Ab geht's. 15 Sekunden noch. Und push. Wie wenn du das Buch Richtung Decke befördern möchtest. Wie wenn du es wegschieben möchtest. Trotzdem noch Spannung mit der Hand gegen das Buch. Wunderbar. Gut. In die Plank. Ab geht's. Die ist nicht so einfach. Aber krieg dahin, Ellenbogen unter die Schulter, Knie aufstellen, auch hier Hüfte fest und rechts und links tippen. Hier geht es immer darum, deine Körpermitte so stabil zu halten, dass sie sich nicht von rechts nach links bewegt. Da hätte ich auch immer mal wieder gerne jemand, der mich korrigiert, weil man hier nicht immer weiß, wo die Hüfte steht. Nächste Runde machen wir lange Hebel. Das
es auch noch ein bisschen anstrengender wird. Aber geh immer an deine Grenze, immer 120% und dann wieder. Los geht's. Und rechts. Und links. Und auch hier, je breiter du stehst, desto einfacher wird's. Du kannst enger stehen, dann wird's anspruchsvoller. 10 Sekunden. Ui, ui, ui. Der Blick auf die Uhr hat mich etwas durcheinander gebracht hier. Gut. Hui, hui. Letzte Runde, Seitstütz. Jetzt in der schwierigen Variante. Hüfte hoch, es ist egal, mit welcher Seite du startest. Ellenbogen unter die Schulter. Und tief und hoch. Das Buch schiebst du nach vorne und komm wieder nach oben mit der Hüfte. Buch nach vorne und wieder hoch. Pass auf, dass du, obwohl das Buch nach vorne kommt, du mit dem Oberkörper nicht nach hinten wegkippst, sondern du bleibst gerade. Und die Hüfte geht auf und ab. Soll ja fordernd sein. Wir haben danach noch einen kleinen Finisher, der aus zwei Übungen besteht, die wir immer im Wechsel machen. Einem Vierfüßler und einem Schwimmer. So, los geht's. Letzten 25 Sekunden. Tief hoch vor unserem Finisher. Tief. Die Runde geht übrigens auch, sage ich jetzt noch ganz zum Schluss, mit einem langen Hebel. Aber da wähl wieder, wie gesagt, so wie es für dich passt. 5 Sekunden noch. Gut. Wir gehen in Bauchlage. Du kannst das Buch erstmal zur Seite packen, am besten hier neben dich. Deine Nasenspitze zeigt Richtung Boden, deine Schulterblätter maximal hier hinten zusammen. Wichtig ist, Pobacken fest und jetzt Blick Richtung Boden. 3, 2, los geht's. Du schiebst jetzt immer nur einen Arm nach oben über Kopf, immer rechts und links und bewegst dich so ganz leicht in die Seite. Wichtig ist, dass die Schultern weit weg sind, die Schulterblätter hier hinten zusammen und dann schieb über Kopf und komm wieder zurück. Über Kopf und wieder zurück. Du hast Spannung im Bauch, du hast Spannung im Rücken. So, jetzt dürfen die Arme richtig arbeiten. Du nimmst das Buch mal in die Mitte. Deine Hände vors Buch, deine Knie in einer Linie mit deinen Händen. Drück dich mit den Schultern vom Boden weg, Blick Richtung Boden, Zehenspitzen aufgestellt. Level 1, einfach nur Knie anheben, absenken. Anheben, absenken. Level 2, anheben, auf das Buch tippen, absenken. Anheben, abtippen und absetzen. So, Level 3, oben halten und immer nur tippen. Tipp, tipp. Und gut. Davon haben wir 3 Runden. Ich mache 3 Runden, andere Varianten des Vierfüßlerstands. Du darfst mal in Bauchlage zurück, Schultern weit weg, beide Oberschenkel weg. Es wird jetzt immer schwieriger. Einmal rechts, einmal links nach oben. Schulterblätter hinten zusammen. Wichtig ist deine Grundspannung. Lass die Schultern nicht hier oben unten, sondern schieb sie weit oben mit den Schulterblättern. Zack, zueinander. Nasenspitze tief und immer rechts und links hoch. So, es wird schwieriger. Level 1 war Knie anheben, absenken. Jetzt machen wir mit den Händen kleine Variationen. Und in Runde 3 darfst du das machen, was dich am meisten fordert. Knie anheben, du schiebst das Buch mal von rechts nach links. Mal unter dir durch, ohne dass deine Hüfte kippt. Ich wünschte, mein Buch rutscht besser. Schau, dass deine Hände nicht zu weit vorne sind, sondern für dich eigentlich fast unter die Brust. Dann stehen sie mal richtig unter der Schulter. Letzte Runde. Letzte Runde. So, nochmal Schulterblätter zusammen. Hier Daumen hoch. Anfangsposition, Oberschenkel weg,
zieh die Zehenspitzen weg, Pobacken knacken die Nuss und du schiebst dich rechts und links nach oben. Immer schön atmen. Und weit nach oben strecken, Schultern tief. Weit nach oben strecken, Schultern tief. Letzte Runde. Letzte Runde, Vierfüßler. Dann geschafft, dann gibt es noch ein kleines Stretching hinterher. Und dann sind wir ready. Und letzten 25 Sekunden. Können wir nochmal Gas geben. Kommt drauf an, was für eine Matte man hat. Ob das gut rutscht oder nicht so. 10 Sekunden. Hüfte bleibt stabil. Geschafft. Gut, dein Buchtaste zur Seite legen, deine Arme mal lang, dein Rücken rund und hier atmen. Richtig schön lang nach vorn schieben und hier mal kurz durchatmen. Komm mit rundem Rücken mal nach vorne, mit der Hüfte tief und sanft mit dem Ellenbogen unter die Schulter, Schultern weit weg. Mal das Kinn Richtung Brust und den Kopf in den Nacken. Kinn Richtung Brust und Kopf in den Nacken. Wie gesagt, nimm die Schultern weit weg von den Ohren. Schieb dich wieder zurück in den Rundrücken und hier in die Kindsposition. Richtig schön lange Arme. Komm dann wieder mit rundem Rücken nach vorne und dann stellst du deinen rechten Fuß mal neben deine rechte Hand. Tauch mal hier mit der Hüfte ab und auch mit deinen Ellenbogen so tief wie es geht nach unten. Und von hier kommst du nach oben in den Halbkniestand, schieb deine Hüfte vor und dehn mal in deine Oberschenkelvorderseite rein. Schau, dass du nicht im Hohlkreuz bist, sondern schieb deine Hüfte schön vor, dass du hier eine schöne Dehnung spürst. Dein linker Arm kommt über Kopf, mach dich hier lang und atmen. Schultern weit, weit weg von den Ohren. Gut, komm wieder zurück, die Hände wieder tief, schieb dein Po nochmal nach hinten, mach den Rücken rund und komm dann mit dem linken Fuß vor, Hüfte tief, erstmal mit dem Ellenbogen tief nach unten. Dann komm auch hier nach oben in den Halbkniestand, schieb die Hüfte nach vorne, hab einen Stretch in der Vorderseite, den rechten Arm über den Kopf, schieb dich hier lang zur Seite, atme. Und komm dann wieder nach hinten zurück, Hände nach unten und richtig schön tief reinsinken. Letzter Stretch rechts und links, noch für den Popo. Nimm dein rechtes Knie mal nach vorne. Dein Unterschenkel kippt nach innen und dann schieb dein Po nach hinten bzw. dein Bein. Versuch jetzt einen schönen Stretch zu spüren im Gesäß. Wenn dir das wegen Knieproblemen oder so nicht machbar ist, dann kannst du gerne eine Alternative kommen. Hier Knie anziehen, dass du eine Spannung spürst. Von hier nochmal kurz auflösen, nach hinten kommen. Nochmal kurz in den Rundrücken, vom Rundrücken nach vorne, Knie nach vorn schieben, Nacken entspannen, Po-Spannung spüren, hier richtig schön reinfühlen und dann darfst du langsam wieder zurück, ein letztes Mal. Wir beenden heute das Training mit
langen Armen, Blick Richtung Boden, runder Rücken und du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Daumen hoch, vergesst nicht zu abonnieren und auf jeden Fall würde ich mich über einen Kommentar freuen von euch. Ein schönes Rückentraining, was mit Gewichten bzw. mit unserem Buch dann doch anstrengend wurde. Je nachdem, wie viel Gewicht du nimmst, je nachdem wird es noch mehr oder weniger anstrengend. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz arg viel Spaß beim Wiederholen vom Workout und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!